So, und da haben wir jetzt Prismania City erreicht. Prismania City wird vom Team Rocket quasi beherrscht. Da hat Team Rocket sogar ein Geheimversteck, nämlich... Okay, ja, dann wird es mir nicht viel bringen, wenn ich mit dem... Wenn ich mir da als Nebula gefangen, wenn wir nie ein Gengar kriegen können. Das ist dann ein riesengroßes Problem. So. Und da haben wir die berühmte Rocket Spielhalle. Und da liegen manchmal Münzen am Boden. Ah, da brauche ich aber vor allem einen Münzkorb. Und die Münzen braucht man, damit man da dann später die Münzen gegen Preise eintauschen kann. Das möchte ich auch unbedingt machen. Ich muss jetzt nur ganz kurz das Gasthaus finden. Beim Gasthaus ist ein Typ, der ist spielsüchtig und der möchte seine Spielsucht bekämpfen. Starrst du mich so an? Und von ihm kriegen wir einen Münzkorb. Unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Genau. Ich glaube, der Typ ist es. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Lausi erhält einen Münzkorb. Und nur wenn wir einen Münzkorb haben, können wir im Casino spielen. Ich glaube, in Amerika ist es sogar zensiert und indiziert worden wegen dem Glücksspiel. Das haben sie, glaube ich, entfernt. Damit Kinder nicht glücksspielsüchtig werden. Eigentlich arg, sie haben einen Geist-Typ eingeführt wegen drei Pokémon. Das ist schon arg. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Gut. Sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Haha, mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ich spiele mit dem Visual Boy Advance Emulator. Und zwar in der Version 2.1.4. Version 2.1.4. Wir haben jetzt übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, Prismania City erreicht. In Prismania City gibt es drei wichtige Gebäude. Nämlich Visual Boy Advance, das ist alles zusammengeschrieben, also visuell, also Visual Boy wie Game Boy und Advance wie Game Boy Advance. Drei wichtige Gebäude. Die Rocket Spielhalle. Das große Kaufhaus von Prismania City, das ist das. Und die Prismania Villa. Die ist nicht so extrem wichtig. Die erledigen wir zuerst. Es ist nur deswegen witzig, weil die hat einen Hintereingang, wie seht. Und im Prinzip ist die Prismania Villa sowas wie eine Hommage an die Entwickler vom Spiel, von der Firma Game Freak. Und das durchbricht die vierte Wand. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Ja. So, das sind die Mitarbeiter von Game Freak, die das Spiel gemacht haben. Deswegen wollte ich eigentlich die Prismania Villa zeigen. Der Rest ist, glaube ich, nicht so wichtig. So. Hey, was ist denn das für ein schönes Bait? Kann ich mir da niederlegen? Nein. Will ich da am PC spielen? Ich habe das nicht einmal gewusst, dass man da am PC benutzen kann. Okay, geil.
So, den X-Treffer, den legen wir ab. Snugget verkaufe ich dann sofort. Und AP Plus, ich will gleich einem. Naja. AP Plus lege ich der Wahl noch ab. Das kalt immer noch auf, bis das Nidorino eine gewisse Attacke lernt. Ah, halt das, ich muss ja nach unten. So. Das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Hier oben wieder. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauzi bringt sogar Geld mit nach Hause. Haha. Ist Mauzi. Und da haben wir einen großen Markt. Das große Einkaufscenter von Prismania City. Wo wir im Grunde gute Items kaufen können. Die verkaufen sogar TMs. Ui, da geht's richtig um. Zumindest einmal alles, was wir schon kaufen hätten können im großen, also im Markt von Avandia. Mhm. Hier hat natürlich nichts. Ah, der hat uns gleich ein TM geschenkt, supi. Geht um Pokémon tauschen. Ist so witzig, dass das ständig die vierte Wand durchbricht. Und da stehen alles Super Nintendos. Das ist ein Super Nintendo, ja, der ist wirklich super. Pokepuppe brauchen wir, glaube ich, keine. Und die verkaufen Entwicklungssteine. Das ist halt was, das macht, gibt es dann in, glaube ich, keinem einzigen Pokémon-Spiel mehr, wo man wirklich Entwicklungssteine, zumindest die Grundsteine, Feuer, Donner, Wasser und Blattstein so leicht kriegen kann. Und wir kaufen schon mal einen Feuerstein. Den brauchen wir fürs Vulpix. Wenn ich mich nicht komplett vertue. Ich glaube, Vulpix ist ja immer eins, was sie nur durch Steine entwickelt. Nur ein Feuerstein. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht komplett. Das wäre ein bisschen, ja, blöd. Calcium steigert die Stärke. Carbon, die Initiative. Die haben die Mittelchen. Könnte man die Pokémon extrem pushen. Und X-Treffer brauchen wir dann auch später. Gut. Und nur an dieser einen Stelle können wir Items kaufen und Limonaden, die heilen unsere Pokémon. Der Protagonist, unser Lausi, der muss ja nie was trinken, warum auch immer. Und das heilt Pokémon und was aber die Hauptsache dran ist, wir brauchen einfach nur eine Flasche Tafelwasser. Im Prinzip sind die Limonaden sogar billigere Heil-Items als Trank und Co. Aber es dauert wesentlich länger, da sich so viele Limonaden auszudrucken. Ich meine, jetzt mit dem Emulator wäre es kein Problem. Und das eine Tafelwasser, das können wir jetzt endlich dem Wächter geben. Und auch da haben wir ein kleines Problemchen. Ein Relaxo liegt im Weg. Und der Wächter oder die Zollwache oder was auch immer das ist, den Weg nach Prismania, nach Safronia City blockiert. Der kann mir das Tafelwasser geben und der teilt dann mit seinen drei Kollegen. So, da haben wir das komische Gebäude. Und da können wir direkt uns hinten vorbeischleichen. Hoppala. Und das ist auch schon wieder so gut versteckt und so eigenartig. Da steht ein Haus. Und in dem Haus. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Habe ich echt keinen Platz mehr? Meine Fresse. Was ist dem 18? Konter.
Das ist genau das mit den 20 Items. Jetzt würde ich euch sagen, was wir da kriegen, und dann muss ich nochmal ganz kurz zurück. Es ist bitter. So. Verkaufen kann man zum Glück überall. Und da brauchen wir auch nicht. Und unbedingt das Nugget. So. Und jetzt kann ich sagen, was in dem Gebäude für Dame mit dem Unterschlupf, was der für uns hat. War extrem gut versteckt. Die VM2. Und Leute, was ist die VM2? Die VM2 ist Fliegen. Wir können Fliegen noch nicht einsetzen, weil für die VMs braucht man immer Orden. Aber das gilt nur außerhalb vom Kampf. Im Kampf kann man sehr wohl die Attacken einsetzen. Und wir brauchen den Sandwirbel nicht mehr. Und Fliegen als sehr, sehr starke Flugattacke, der gibt uns schon einen ganz schön großen Vorteil. Und sobald wir einen Orden haben, ich glaube eher aus Prismania City in Orden, können wir auch wieder zurückfliegen an jeden Ort, an dem wir schon waren und den wir schon besucht haben. Und da nutzt man gleich aus, dass das Gras da wächst. Und schauen uns an, was es da für eine wüden Pokémon gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche Pokémon, die wir noch gar nicht haben. Oder es gibt nur Radfratz. Kann auch sein. Oder Habitak. Das werden wir vielleicht noch erfahren und sehen. Vielleicht gibt es irgendwas Seltenes. Und jetzt sieht man halt mal sie. Ah, da haben wir schon ein Dodo. Wunderbar. Das probieren wir gefangen. Es schafft leider nicht noch einen. Vielleicht der Giftstachel, der schwächer ist, solange es nicht vergiftet ist. Jawohl, das schaut gut aus. Weil wir brauchen 50 Pokémon für einen EP-Teiler. Jawohl, Dodo wurde gefangen. Kein Pokémon für unser Team. Dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Kein Spitzname. Und einmal probieren wir es noch. Ob wir da noch irgendwas haben, was wir noch nicht kennen. Aber ich bezweifle es. Na gut. Wieder ein Pokémon in unserem Pokédex. So. Und zurück ins Pokémon Center und dann können wir auch die VM2 Fliegen ablegen. Weil die brauchen wir nicht mehr. Und ich muss jetzt noch ein paar andere Items ablegen. Okay, schade. Sehr, sehr schade. Wäre schön gewesen, wenn es irgendwas gegeben hätte. Feuerstein ablegen. Beim 2 ablegen. Den Top-Ether lege ich dir mal auch ab. Alles, was wir noch einmal haben, was einfach Platz verschwendet momentan. Passt. Dann ist Tafelwasser. Mit dem gehen wir auch gleich zum bringt jetzt gar nichts. Wir sind jetzt in Prismania City. Dann nehmen wir uns noch den Hintereingang von der Prismania Villa vor. Naja, das ist alles relax, so genau. Und da haben wir die Arena. Na gut, eigentlich gibt es dann vier wichtige Gebäude, weil die Arena ist natürlich auch ein wichtiges Gebäude. Besuchen wir gleich einmal die Arena-Leiterin, wenn wir schon da sind. Wobei, jetzt könnten wir eigentlich das ausnutzen und sagen, wie wir jetzt in Sandan ablegen, aber der hat jetzt einen Schneider. Na, dann brauchen wir eh
dann müssen wir in Hubert ablegen, es hilft ja nichts. Das ist bitter. Kann Vulpix der Schneider lernen? Das ist die riesengroße Frage. Wenn Vulpix der Schneider lernen könnte, wäre es schön. Vor allem 1. Vulpix kann keinen Zerschneider lernen. Müssen wir fast in die Intifaxen Zerschneider lernen, weil den brauchen wir extrem oft. Müssen wir ein Giftbuder loswerden. Vor den Rankenhieb. Das mit die VMs, also da haben sie sich nichts Gutes einfallen lassen, das muss man wirklich sagen. Das ist inzwischen alles viel besser, dass man da Items dafür kriegt. So. Und Vulpix haben wir gleich auf Level, auf Platz 1. So. Mr. Fuji kriegen wir später, glaube ich, die Pokéflöte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und den Radweg können wir auch nur mit einem Fahrrad benutzen. Aber da kommen wir auch nur vorbei, wenn wir das Relaxo aufwecken. Also, wie seht, sehr, sehr viel zu tun noch. Jetzt gehen wir den Weg da hinten. Voilà. Ah, vor allem eins ablegen. Jeden Platz, den wir verschwenden, müssen wir vermeiden. Passt. Habe ich aus Versehen das Fahrrad abgelegt, gell? Ich will jetzt die Karte trotzdem wieder mitnehmen. Brauche die Karte ganz kurz. So. Es kann nicht so schwer sein, dass ich da einfach statt einen Tunnel zu benutzen, dem es Tafelwasser geben kann. Sieht nicht auf die Tastatur. Und jetzt, anstatt dass wir wieder in das Gebäude da gehen, wo wir einen Tunnel haben, gehen wir da rein. Ich bin dem Verdursten nahe. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank. Gluck, gluck, ulps, Entschuldigung. Wenn du nach Safronia möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Und ja, so erreicht man Safronia City. Und das ist Safronia City. Aber wir haben noch einiges zu tun. In Prismania City, also immer schön mit der Ruhe, Leute. Nur nicht ungeduldig werden. Zuerst fahren wir mal da noch hin und schauen, ob da unsichtbare Items herumliegen. Das schaut ja äußerst verdächtig aus da. Nein, das ist einfach nur Sackgasse, für die nichts ist. Und auch da ist nichts, okay. So, dann haben wir da, ich glaube da geht eh nichts, ne? Ein Hintereingang. Ein Hintereingang von der Prismania Villa. Die unsichtbaren Items, genau. Und da liegt ein Pokémon am... Ach. Ja. Da haben wir jetzt wieder ein klitzekleines Problemchen. Ah, falsch. Da kriegen wir Evoli. Und leider ist es ja. So, jetzt haben wir Evoli gekriegt und leider ist es ja so. Evoli haben sie in Rot und Blau, also in der blauen Edition und in der roten Edition, mittels Entwicklungsstein in drei verschiedene Pokémon entwickeln, nämlich Aquana, Blitzer und Flamara. Und da könnte man eigentlich auch so tun, dass man auf die Art und Weise einen Typ abdecken. Also wir könnten als Evoli zum Beispiel einen Flamara, Blitzer oder Aquana entwickeln.
Also was meint ihr, Leute? Gut. Hat Glut, Rutenschlag und Ruckzuckhieb. Jetzt wär's sehr, sehr praktisch, wenn wir schon wissen würden, auf welchem Level Vulpix starke Feuerattacken lernt. Ich glaube, das lernt relativ spät erst Flammenwurf. Und ich möchte nämlich erst down Vulpix mit dem Feuerstein weiterentwickeln. Und falls ihr euch fragt, was ich da tue, ich suche im Boden nach Münzen. Liegen ein paar Münzen am Boden. Und ich könnte dann, abseits vom vom Stream, weil im Stream ist es wirklich nicht zielführend, da Münzen spielen, erkaufen, ergattern. Und mir ein Pokémon kaufen, das man wirklich nur kaufen kann. Ich glaube nämlich, dass man da ein Porygon kaufen kann. Ich suche nur im Boden ganz, ganz geschwinde nach Münzen ab, keine Sorge. Dass ich ein bisschen mehr habe. Wie seht ihr, da liegen aus irgendeinem Grund sehr, sehr viele Münzen am Boden. Aber halt bei weitem nicht genug, dass man sich ein Pokémon kaufen kann. Bei weitem. Und manche Besuche der Spielhalle geben einem außerdem Münzen. Er tut da zocken, der was uns sonst immer die Tipps gibt. So. Und den Gang durchsuchen wir noch. Aber das waren eh schon relativ viele Münzen, jawohl. Den wir da jetzt gekriegt haben. Dann waschen wir mit dem Kerl. Verschwinde von dem Poster. Oder ich muss. Der legt sich mit uns gleich an. Rocket mit einem Rattikordel. In Level 20. Wir haben ja, wir haben beim ersten Spielen damals mein Bruder und ich, wie wir gespielt haben, zum ersten Mal auch Blitzer genommen, damit wir Elektro-Pokémon haben, weil wir kein Pikachu gehabt haben. Blitzer ist eh stärker als Pikachu, aber Pikachu ist einfach mehr Nostalgie. Ja gut, da haben wir keine Meter mit unserem Hubert, brauchen wir gar nicht mehr zu viel trainieren. Ja, es ist halt, Evoli ist halt der Nachteil, weil es halt auch nur, unter Anführungszeichen, ein Normal-Pokémon ist. Gut. Vielleicht hat irgendwer für euch zwar Zeit und schaut mal ganz kurz nach, wann ist Pikachu Donner lernt, als er das überhaupt lernen kann.